richtig böse gemeint. Ein Beispiel aus deinem Leben. Ja, also in meiner Beziehung gab es eine kleine Diskussion. Wir wollen das jetzt vorspielen und nachher zeigen wir Ihnen die Reaktion der Männer und der Frauen. Also, wer spielt wen? Ich bitte. Wenn spiele Michael Nirvarani. Das wünsche ich mir. Du möchtest mich spielen? Ja, ein Leben lang. Freut mich. Wie willst du mich spielen? Ich will dich spielen ohne Witze über Haare oder Bauchel. Macht man immer. Wir sind Musterknaben. Mhm. Ich spiele dich, damit die Leute mich erkennen als dich mit leichtem Rundrücken. Was? Du gehst ja, so. Aber ich geh doch nicht so. Esmeralda! Ja, nein, Esmeralda brauchst du nicht. Das ist ein Plätze, das ist ein Plätze. Also, die Karin war zu Hause und hat sich die Beine rasiert. Wir waren verabredet, um nachher ihre Freundinnen aus Tirol zu treffen. Und Michael Nirvarani kommt nach Hause. Hallo Schatzimaus, Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Tut mir leid, ich liebe dich. Na, sowas sage ich nicht. Du sagst nicht, ich liebe dich? Oh ja, ich sage, ich liebe dich sehr gern. Was sagst du? Schatzimaus, ich putze was. Achso, anderer Kosename. Gar kein Kosename, bitte. Bitte? Kosename ist schlecht für eine Beziehung, das ist ja herabwürdigend. Ist gut, ist persönlich. Nein, das ist beleidigend. Liebevoll. Mein Pumpfi, mein Bärli, Entschuldigung, mein Gaxi. Wie sagst denn du zu deiner Süßen? Ja, Karin. Und sie zu dir? Herr Direktor. Finde ich nicht sehr romantisch. Wieso das romantisch? Herr Direktor, muss ich weinen, so romantisch. Hast du keinen Kosenamen, oder was? Sicher. Na, was sagst du? Hase. Na, nicht so Hase. Hase. Na, genau, sag mit Hase. Hase. Du hast keinen Sex mehr, was Hase sagst. Du hast wirklich keine Ahnung. Um Sex zu bekommen, sag ich Hase. Wirklich? Ja. Du gehst hier und sagst Haselein. Nein. Ist ja ungeil. Nein, nie mit Babysprachentonfall. Nie, 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 nie. Wichtig. Timbre. Was? Timbre. Ich nähere mich meiner Freundin sanft von hinten, hauche ihr ins Ohr und sag Hase. Da macht sie dann schon. Und dann sag ich noch, magst wieder mit der Karotte spielen? Hast du den Schauer der Erotik verspürt hier im Saal? Das Stadttheater bebt vor Lust. Ich glaube, es ist ein Kreislaufkollaps, also. Aber wurscht, das ist ja wurscht. Aber Michael, natürlich sage ich es nicht. Oh ja, ich umschreibe. Ja. Zärtlich, romantisch, wenn ich Sex will, umschreibe ich es poetisch. Nein, das freut mich. Was sagst du denn? Bück dich, du Schlampe. Unromantisch. Was bist du? Nicht so direkt. Bück dich, du Schlampe. Bist du direkt? Ja. Es gefällt dir gut, das ist ja Tirolerin. Weißt du, was ich meine? Die so. Haben mehr als ja, dann weiß ich jetzt mehr. Bodenständiger. So, ist ja wurscht jetzt. Also, die Karin hat sich die Beine rasiert und Michael Nirvarani kommt zu spät nach Hause. Bück dich, du Schlampe. Ja, sicher. Ja, ich sag's nicht, ja, wenn wir reinkommen. Hallo, Karin. Ich sag nicht, wenn der Herr Direktor ist zu Hause. Die Karin. Nein, das ist... Gerhard, ich sag mal schwer. Gerhard. Ja, aber du bist gut beinahe. Was? Du bist gut beinahe. Ja, das ist rutscht nicht da. Das ist weich, aber doch ja. Bissfest. Al dente des Bobschalis. Dann machen wir weiter. Hallo Karin. Gernot. Ich bin's, der Herr Direktor. Gernot. Hallo. Hör auf. Nicht Gernot, ich bin der Direktor. Hör auf. Ah, wieso? Der Kranführer ist wieder da. Wow. Böse Hand. Böse Hand. Jetzt kommst du daher zu spät. Ja. Hör zu, wir treffen in 10 Minuten meine Tiroler Freundinnen auf der Marie-Hilfer-Straße beim Star. Das ist heute? Ja, das ist heute. Beeil dich, komm. Karin, ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Wieso? Ich habe einen Fehler gemacht. Was denn? Du weißt ja, was ich für ein Chaot bin. Ja, ja, aber zieh dich um, wir fahren jetzt. Komm. Ich kann nicht. Wieso? Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich bei ihr vorbeischaue, um dort die Vorhänge aufzuhängen. Ja, schau, hörst du, spürst mir wie ein Volltrottel, gibt's es? Ja, das passt schon. Das heißt, du kommst nicht mit, oder? Ich kann nicht mitkommen. Das war ausgemacht vor 3 Wochen. Das ist der einzige freie Tag. Es ist mein Fehler. Du hast recht, ich habe nicht recht. Also, du kommst nicht mit. Ich komme nicht mit, aber bitte, verzeih mir. Ich mach's wieder gut. Karin, bück dich, du Schlampe. Meine Damen und Herren, das war eine detailgetreue Nacherzählung dieses Ereignisses. Daraufhin haben... Die Karin miteinander telefoniert. Dann haben wir zwar telefoniert. Ja. Und wir jetzt haben. Lesen wir dann das vor, gell? Die Original-Telefonprotokolle ja. Haben wir aufgetragen. Damit Sie sehen, wie die Männer reagiert haben und wie die Frauen reagiert haben. Ja. Wer lässt wen? Ihr wisst, jeder unserer Freundin. Jeder hat seine ja. Eigene Freundin. Aber damit es für die Leute klarer wird und schneller geht, meine ist ja Kärntnerin, deine ist Tirolerin. Machen wir das mit den jeweiligen Landesdialekten. Ja, das ist aber nicht gut. Wieso? Ich kann nicht Tirolerisch. Ja, ihr seid auch seit 3 Jahren schon zusammen. Ja, und ich habe bis heute nicht ein Wort verstanden von dem, was Sie gesagt haben.
kann dir nicht einmal sagen, wie du mit Nachnamen hast. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich probiere es, Tirolerisch, das wird aber peinlich. Nein, das wird nicht peinlich. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Super. Danke. Wieso? Was ist passiert? Erzähl. Ja, nur damit er meine Freundin nicht treffen muss, macht er sich an den einzig möglichen Termin was mit seiner Mutter aus. Du, der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Du, das ist nicht mit Absicht. Der will eh. Aber er kann nicht. Ah, ist das bei deinem auch so? Ja, der will auch viel mehr, als er kann. Ja, auf jeden Fall haben wir eine ganze Stunde gestritten, du. Ja, ich streite mit meinem überhaupt nicht. Ja, wieso? Macht er gar nichts, was dich ärgert? Oh ja, der macht mich rasend, am liebsten dann in der Schlange. Aber mein Schamane sagt, über dich in Gleichmut und du wirst über ihn die Herrschaft erlangen. Ich hab die Herrschaft über ihn schon längst erlangt. Wo du? Der Herr, bitte? Wo du? Der Herr, der... Was? Wo du? Ja, das ist kein Wort, Herr Kollege. Oh ja. Na, wo du? Das ist kärntnerisch. Was heißt das? Schau, die Kärntner sprechen das CH nicht wirklich aus. Anstelle des CHs haben sie so ein halbstimmhaftes... So wie bei... Komm, Michi, sprich... Sehr interessant, dass die Kärntner mit dem CH Probleme haben und die Wiener mit dem HC, ne? So kreist sich der Schließ. So kreist sich der Schließ, ja. Ich hab die Herrschaft über ihn schon längst erlangt. Wodurch? Der Herr Direktor ist ganz einfach gestrickt. Mit der Aussicht auf Sex macht er alles. Ja, das funktioniert bei meinigen genau auch so. Ja, auch mit dem Sex. Nein, mit dem Fernsehverbot. Du sag, wie war der Abend mit deinen Freundinnen? Waren die sehr enttäuscht, dass der Herr Direktor nicht auftaucht ist? Aber nein, die waren froh. Die können den eh nicht leiden. Aber es geht ums Prinzip. Ja. Bist du mal falsch abgebogen beim Heimfahren? Aber es geht ums Prinzip. Ich nehme meins und meine Freundinnen auch nicht mehr mit. Warum? Weil er ist immer so peinlich. Letztens ist er nach einer Vorstellung zu einem Clubbing nachgekommen, haben sie ihn dort nicht reingelassen, haben sie noch gefragt, ob sie seine Tochter ausrufen lassen sollen. Du, aber weißt, was mir wirklich auf die Nerven geht? Was heißt denn weißt? Bitte? Weißt, weißt du? Auf Polnisch. Ah, auf Tirolerisch, wasch heißt weißt du, es ist... Entschuldigung, habe ich nicht gewusst. Wasch, 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 wasch. Die sagt treff in meinem Tag, sagt's wasch zu mir. Es gibt kein stummes Weh. Weißt du, was mir wirklich auf die Nerven geht? Ja, was denn? Ja, dass er dauernd Radl fahren und schwimmen gehen will. Da habe ich mir extra einen Eltern genommen, damit ich mehr Ruhe habe und jetzt wieder dauernd was machen, damit er sich jünger vorkommt und dann kriegt er keine Luft. Ja, mir geht meiner mit seinem Jugendwahn auch so auf die Nerven und das dauernde Autogramm gehen und die ganzen Promis so. Ja, schrecklich. Hast du vorher gewusst, dass deiner ein Komiker ist? Nein, ich habe ihn nicht gekannt. Ich schaue mir so altmodische Sachen nicht an. Bei meinem habe ich überhaupt geglaubt, der ist ein Geografieprofessor. Was, ein Geografieprofessor? Ja, so spissig, wie der ist. Das war das Gespräch von Karin und Karin. Ja. Daraufhin habe ich den Michael angerufen. Hab zu ihm gesagt, servus Nia, was machst du denn gerade? Oh, gar nichts, ich sitze da im Café Engländer und lese ein bisschen. Ich hätte meiner Mutter die Vorhänge montieren sollen, aber das habe ich abgesagt, das freut mich gar nicht. Und die Karin trifft sie eh mit ihren Freundinnen, also passt's. Und? Wie geht's euch? Gut, sehr gut. Weißt du, ich hab noch mitgekriegt, dass meine Karin mit deiner Karin recht lange telefoniert hat. Ist irgendwas? Nein. Nein. Geht uns gut. Wie geht's euch? Du. Super.
Vierte. Servus.